Darmstadt holt sich die 3 Punkte gegen den FC Augsburg. Zu Beginn der Partie gab es die erste Möglichkeit für die Darmstädter. Sandro Sirigu versucht es mal aus der Distanz. Warum denn nicht? So verzogen war der Schuss jetzt auch wieder nicht. Etwas mehr als 57 Minuten sind gespielt. Da gab es schon die nächste Gelegenheit für Darmstadt. Wieder Sirigu. Und dann ist es Marvin Hitz, der hier diese gute Parade rausholt. Oder besser gesagt, die klasse Parade. 62. Minute, Gondorf, dann an den Pfosten und dann nochmal Sven Schiplock. Der muss doch eigentlich treffen. Diesen Schuss hat er hier eindeutig verzogen. 69. Dano Pare verliert den Ball und dann ist es Schiplock. Schiplock immer noch, Sven Schiplock. Und da hätte er auch den ein oder anderen Spieler, Mitspieler anspielen können. Und dann in der 86. Spielminute Darmstadt mit Heller, 1:0 für die Darmstädter durch Marcel Heller. Da ist es doch endlich, das wohlverdiente 1:0 Führungstor. Es ist Hellers zweites Saisontor für die Darmstädter und es ist ein wichtiges, denn am Ende holen sich die Darmstädter die 3 Punkte durch den Mann des Tages, Marcel Heller. Das war's auch schon.